Karosserien werden im Werk 1, im früheren Werk Horch, gefertigt. Hier wird gerade der Karosseriegrundkörper für einen Tramp entladen. Der Transport erfolgt mit diesen Spezialfahrzeugen. An dieser Station erfolgt anschließend das Anfügen oder Anhängen an die Transporteinrichtung. Die Karosseriegrundkörper kommen nun am Gehänge in die Vorbehandlungsanlage. Die phosphatierte Karosserie wird der Elektrophoreseanlage zugeführt. Auf der Vorbereitungsstrecke erfolgen noch einige zusätzliche Arbeiten. Die vorderen Kanten werden mit Plastisol abgedichtet, mit einer Fadenpistole über das Material aufgelegt. Es wird auch die Regenrinne vorn am Windlauf damit ausgefüllt und eine sichere Abdichtung erreicht. Diese Plastisolraube wird anschließend noch verstrichen. Nach der Kontaktierung der Karosserie erfolgt der Einlauf in das Elektrophoresebad. Die Beschichtung der Karosserien erfolgt elektrophoretisch mit einem Polybutadien der Firma Hellac. Dieses Polybutadien ist ein Elektrotauchgrund der vierten Generation mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften und sehr gutem Umgriff. Die Karosserien werden voll eingetaucht und es findet ein gleichmäßiger Niederschlag der Grundierung an allen Stellen, insbesondere auch in den Hohlbereichen, statt. Die Karosserie taucht auf. Das überflüssige Material tropft ab. Anschließend wird die Karosserie gespült. Der Film ist bereits relativ fest. Anschließend erfolgt die Dekontaktierung. Es wird also die Verbindung zum Strom wieder entfernt. Und danach die Trocknung bei etwa 180 Grad in etwa 15 Minuten durchgeführt. Die Hohlraumkonservierung erfolgt mit einer speziellen Bitumen-Bleimännige Kombination. Die Lösung wird in die Öffnungen für die Karosserieträger eingesprüht. Die Karosserie wird von der Lackiererei mit Hängeförderer in die Beplankung transportiert. Hier erfolgt das Aufsetzen auf den Transportwagen. Das Lackiergehänge wird entfernt und die Karosserie anschließend auf das Montageband gefahren, die wir nur hier im Werk Sachsenring haben. Das zwischen der Grundierung der Karosserie und der nachfolgenden Lackierung noch ein Beplankungsprozess für das Anfügen der Kunststoffteile zwischengeschaltet worden ist. Wir sehen uns nun die Montage der einzelnen Teile noch an. Also Druckteile. Die Montage der Kunststoffteile beginnt mit den Türen. Ein Abdichtband wird auf die Türkante aufgelegt. Die Tür wird mit den Montagescharnieren
Die Montagescharniere werden gelöst. Die Kunststofftür wird aufgesetzt. An der Kammlinie verschraubt. Und zwar mit 3 Schrauben. Anschließend wird die Türplanke auf den Blechkörper aufgedrückt und die Tür in die Bohrvorrichtung eingefahren. An der Unterkante erfolgt der Bohrprozess automatisch. Die Kammlinie wird manuell gebohrt. Danach werden die Schrauben angebracht bzw. der Nietvorgang durchgeführt. Die Nieten werden mit Pressluftgeräten breitgedrückt und damit eine sichere Verbindung des Kunststoffteiles mit dem Blechteil erreicht. Die Kunststoffteile sind bereits mit dem Dachhimmel versehen. Auf dem Karosseriegerippe wurde eine Folie angebracht, die einen sicheren Schutz gegen die spätere Innenlackierung ergibt. Die Klebeflächen an der Hinterkante und die Abdichtflächen sind mit entsprechenden Materialien beschichtet. Danach erfolgt die Montage des Daches mit entsprechenden Falzwerkzeugen und an der Hinterkante werden zusätzliche Spannvorrichtungen angesetzt. Die Verbindung der Hinterkante mit dem Karosseriegerippe erfolgt während des Lacktrockenprozesses durch den Klebstoff. Die Türe wird eingehängt. Kotflügel werden angebracht, Dichtmasse wird an der Oberkante aufgelegt, und der Kotflügel an der Kammlinienkante befestigt. Der Kotflügel wird grob angepasst, anschließend mit Klebstoff beschichtet. Und zusätzlich eine Abdichtmasse aufgetragen. Die Dichtmasse für den Hinterkotflügel wird aufgelegt. Es handelt sich um ein dauerplastisches Abdichtband auf Plastisolbasis.
Kante werden dicht Profile aufgesteckt. Und anschließend der Kotflügel angesetzt. Die Befestigung erfolgt zunächst mit einigen Heftschrauben. Löcher für die Befestigungsschrauben werden vorgebohrt. Und die Schrauben automatisch angebracht. Schrauben werden durch die Mechanik dem Schlauch zugeführt und über den Schlauch in den Schrauber geleitet. Dichtmasse werden die Fugen gefüllt. Es handelt sich dabei um eine Kautschukmasse. Mit einem Pinsel wird anschließend dieser Vorgang noch überstrichen und damit eine gute Abdichtung erreicht. Die Montage der Kotflügel an der Unterkante erfolgt an einer Banderhöhung. Die Karosserie wird nach oben gefahren, damit günstigere Arbeitsbedingungen bestehen. Bei der Montage des Hinterkotflügels ist die Wirkung der Banderhöhung besonders gut ersichtlich. Die Fahrzeuge kommen von der Banderhöhung und laufen in die Nacharbeitsabteilung ein. Interessant ist das Fräsen der Türluft. Die Tür ist genau bearbeitet und die Kotflügelkante wird durch einen Fräser in absolut gleichmäßiger Breite erzeugt. Die Bearbeitung der Türluft ist bei Blechfahrzeugen im Allgemeinen ein sehr großes Problem. Kunststoffkarosserien bieten hier Vorteile. Karosserien werden kontrolliert. Kleine örtliche Fehler werden nachgearbeitet. Die Karosserien laufen dann in die Vorbehandlungsstrecke für die Lackierung ein. Die Absichtmasse wird eingespritzt. Es handelt sich hier um eine Polystyrolmasse mit Lösemitteln. Auch im Karosserieraum werden die Dichtkanten noch überspritzt. Anschließend wird die Karosserie abgewischt, insbesondere von möglichen Fettstellen werden die Kunststoffteile gereinigt. Danach laufen die Fahrzeuge in die Vorbehandlungsstrecke und bekommen dort die Grundierung.